Das sind alles Banditen. Haben sich hier nur Banditen auf die Schnauze gehauen? Das ist ja kein Händler dabei oder so. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Nackenschutz? Naja, das ist jetzt schon gar nichts mehr. Also wenn das Game schon sagt, hier ist nichts wert, dann lass liegen. Ach, ich bin auch gar nicht schwer überladen. Das sieht zum Beispiel aus, als würde sich gerade selbst was Gutes tun, wenn ihr versteht, was ich meine. Vielleicht ist das der da so lustig umgefallen ist, ne? Hauptproblem ist auch manchmal, ich weiß nicht, ob es in dem Spiel auch schon immer so war, man räumt die Leichen aus von den Leuten, die man ehrlich getötet hat, und man befreit die Straßen von Räubern und Diebesgesindel, und die Leute denken, man ist selber ein Bandit und fangen an, sich zu verpfeifen und so. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leichen. So. Jetzt geht's wieder los. Zeug in mein Pferd packen. Ich bin mal gespannt, wie viel ich reinkriege bei dem Pferd mit 4 Taschen. Ach, den Speer kann man nicht in ins Pferd stecken? Habe ich den jetzt in der Hand? Völlig? Muss ich gleich mal gucken. So. Kettenbeinlinge 17. Mein Kettenhemd hat komplett aufgegeben. Holy shit. Damit habe ich jetzt noch nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Habe ich noch irgendwas dabei, was ich... Das Ding ist, wenn ich die halt einmal durch den Wolf gedreht habe, dann sind die alle fertig. Das ist jetzt die Frage, ich rüste das jetzt erstmal aus, pack das rein. Das Problem ist dann wieder, ich weiß wieder nicht, was habe ich dann noch da, was ich anziehen kann. Und was muss ich reparieren, was kann ich verkaufen? Dann stehe ich wie vom Händler, habe alles verkauft, dann fällt mir ein, hups, ich bin dumm. Ich habe ja schon wieder irgendwas verkauft, was ich mir eigentlich anlegen wollte. So, und jetzt los, das Pferd ist voll. Ich habe 50 Kilo Übergewicht, fast 60. Kann jetzt wieder nicht schnell reisen, ne? Das heißt, ich muss jetzt wieder zum nächsten Händler, der irgendwo in der Walachei ist, wo ich kaum was verkauft habe. Und deswegen auch hat der auch kein Geld dabei, so wirklich. Ja. Das ist problematisch. Weil ich werde da meinen Scheiß nicht los. Also ich kann ich hier durch den Wald reiten? Das würde enorm abkürzen. Easy Mund geblasen. Ich guck mal, ob ich hier durchkomme. Sollte möglich sein, solange keine Hecken auftauchen. Keine durchgezogenen. Könnte hier hinten ist auch noch ein Wildschwein-Jagdgebiet. Hier bin ich natürlich schon vorbeigeritten, nicht voll Trottel. Aber da könnte ich zum Beispiel noch Wildschweinfleisch für meine anderen Quests sammeln. Ich wollte gerade sagen, hey, ich bin im Questgebiet, aber das ist hier das Questgebiet, was zur Stadt gehört. Jetzt muss ich erstmal einen Händler finden. Vor allen Dingen muss ich mein Schwert reparieren, ich muss meine Rüstung reparieren. Das heißt, das, was ich jetzt hier an Geld einnehme, werde ich direkt mit dem Rüstungshändler wieder rausschmeißen. Was war das? Und das ist etwas kacke. So, warte mal, bin ich jetzt komischerweise direkt schon... Nee, das ist ein Bäcker. Ich muss zum Rüstschmied. Das ist ja ein Zufall. Ich komme auch, glaube ich, genau zur richtigen Zeit in die Stadt, ne? Und nochmal auf das Schild. Das ist kein Bäcker. Aber gut. Oh, hier habe ich letztens meine Rüstung reparieren lassen, ne? Ich glaube, ich habe schon einmal Rüstung reparieren lassen. Das war so teuer, dass ich gedacht habe, ich muss sterben. Nee, das ist die falsche Eingangstür gewesen. Eins weiter links, glaube ich. Links oder rechts? Ein Friseur? Nee, das könnte, glaube ich, ein Rüstungsschmied sein.
Ja. Alter, ich bin ganz normaler. Ich bin Heinrich. Was ist los? Brauchst du Hilfe? Pater Fabian bestehlen, wenn er dir die Hilfe anbietet. Ich bin auf jeden Fall schon mal vor dem guten Herrn hier. Bin aber auf der richtigen Seite, ne, wo ich rein muss. Hoffe ich. Was war das denn? Tee? Kurz eine Stunde warten. Was ist? Damit wir dann reinkommen. Ja, noch nicht offen. Ja, die machen irgendwie, die haben ein entspanntes Leben, ne? Also fürs Mittelalter hätte ich das nicht gedacht. Jetzt hat er nämlich auf. Die stehen extrem spät auf und so. Meister Otto. Er verpisst sich einfach mal. So, jetzt geht's nämlich los. Jetzt holen wir alles. Moment, bevor wir alles aus dem Pferd holen, müssen wir erstmal gucken, ob sich das lohnt. Ich glaube nämlich fast nicht. Gelobt sei Jesus Christus. Macht's gut. Ja, 2K, okay, damit kann man arbeiten. Vor allen Dingen, weil ich ja sowieso. Kann ich alles ins Inventar nehmen? Ne? Ding ist, er kauft ja gar keine Waffen, ne? Er kauft ja nur Rüstung, ich Idiot. Ich muss sowieso einfach mal alle Rüstungen mitnehmen, weil ich muss mir die mal nach Werten sortieren und gucken, ob ich vielleicht noch was austauschen kann. Warum ist ein Silberring ein Rüstungsteil? Ach naja, ich frage einfach nicht. So. Jetzt wird's kurios. Moment. Das ist übrigens das, was das Spiel immer so in die Länge zieht, ne? Man muss ja mal gucken, hat man die besten Klamotten an? Und wenn nein, was ist besser? So. Das ist, glaube ich, mit am besten ungarisches Kettenhemd. Danach kommt erstmal eine ganze Weile nichts, ne? Ja. Helm habe ich das Beste, Kettenhaube habe ich auch das Beste. Das hier ist immer diese Jupons, also diese Überzieher. Das ist immer richtig schwer, da was für zu finden, was austauschbar ist. Gepolsterte Bunthaube werden wir auf jeden Fall wechseln, weil die noch länger haltbar ist. Also ein Kleinkram repariere ich schon gar nicht mehr, ne? Also das lohnt sich einfach nicht. Dafür ist der große Kram, den man so selten findet, umso teurer. So, ich glaube, hier werden wir nicht sonderlich viel mehr nehmen können. Lass uns handeln. Lebe wohl. Verkaufen. Wenn ich hier mal so gucke, ne? Was ist das teuerste, was er hat? Helle Mailänder Bretagne. Meins ist, glaube ich. Nee, Quatsch. Brigantin. Sorry, Bretagne. Ist weniger wert als meins. So. Ich glaube, wir werden ihn relativ schnell ausnehmen. Können. Jetzt aufpassen, dass ich. Ich sortiere mal nach Gewicht, das ist, glaube ich, besser. Dann geht das nämlich schneller raus hier. Also aufpassen, dieses ungarische Kettenhemd nicht verkaufen, weil das relativ gut ist. So, den könnte ich eigentlich anziehen. Weil der ist kaputt. Nee, wir ziehen den an. So, wir sind schon bei 1,1K, ne? Was wir ihm quasi jetzt aus der Tasche ziehen. Der Ring gibt dir Charisma. Ich habe ja schon einen Ring angelegt. Also das ist nicht das Problem. Ich habe halt nur so viele Ringe, dass ich sie nicht alle tragen kann. Das ist das Problematischere, sag ich mal. So, das ziehen wir an. Das verkaufen wir. Das werden wir auch verkaufen. Oh, so, Schulterplatten 14 habe ich bessere. So. Den Jupon, ja, der hält ja keinen Schaden mehr ab. Ja, da wollte ich. Ja. Ein bisschen hält er noch ab.
Deswegen, Lyrian, lass mal bitte die Zuschauer in Ruhe. Das ist für die richtig laut, wenn du dich hier am Mikrofon reibst. So, zack, 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 zack. Oh, wir sind ja schon drüber. Ha! Das passiert mir übrigens immer wieder. Schade, dass man jetzt hier nicht gegenrechnen kann. Deine Dienstleistungen in dem Fall. 116 müssen wir noch loswerden. Nehmen wir eins davon weg und dann machen wir noch ein bisschen Feitschi-Feitschi. Besprechen wir den Preis. Ist gut. So, du kannst mir schön 2000 geben. Na gut, einverstanden. Warte mal, wir hatten 1,9, ne? Jetzt wird's richtig teuer. Reparatur. Ja, alles Gute. Alter, das ist 1800 Goldstücke, ne? Wir sortieren jetzt mal, also das auf jeden Fall. Das. Und was haben wir an? Gewöhnliches kurzes Kettenhemd. Das brauchen wir dann nicht mehr. Können wir verkaufen. Wir machen erstmal das. Weil das ist am wichtigsten. Den Rest kann ich vielleicht selber noch reparieren. Gucken wir mal. Falschen. Das, was wir lässt quasi sich was am Preis machen? Gerade abgenommen haben, bezahlen wir ihm jetzt versuchen wieder. Versuchen wir es. Zahle 2,5. 2190 müssen wir quasi bezahlen, ne? Sind wir uns einig? Komm schon, ein bisschen mehr und wir... Endlich eine vernünftige Summe. Süße Mulle, ja. Unser Kater wurde erstmal von der Tierärztin als Mädchen identifiziert, fälschlicherweise. Und ja, was soll ich sagen, ne? Dann auf einmal hat er kleine Eier bekommen. So, jetzt gucken wir mal. Anwenden. Ja, das können wir schon nicht mehr machen, weil zu sehr beschädigt. Das ist doof. Die trage ich. Ja, das ist... blöd. Also müssen wir nochmal reparieren. Gott behüte dich. Und zwar das, was wir tragen. Den Anführerhelm. Schulterplatten. Plattenbeinlänge. Und alles andere ist austauschbar. Das sind halt so die höherwertigen Sachen. Ich habe halt noch nie so einen guten Helm gehabt. So, und jetzt hoffe ich, dass er wieder Geldintus hat, damit ich ihn wieder alles wegnehmen kann. Möge Gott über dich wachen. So, er hat jetzt fast 3.000. Man muss dazu sagen, ich habe ihm vorher schon 2.000 abgenommen, ne? Für alle, die vielleicht neu reingeschalten haben. Jetzt aufpassen. Wo ist... Wo ist das Ding? Das dürfen wir auf keinen Fall verkaufen. Das Kettenhemd dürfen wir nicht verkaufen. Das heißt, das verkaufen wir. Und jetzt geht's los. Jetzt alles raus, was keine Miete zahlt. Das, 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 das. Das müssen wir noch anziehen. Das. Da kommt Geld in die Klimperkasse. Man sieht halt, dass die Hosen auch Geld machen, ne? Viermal gepolsterte Bunthauben. Der hört gar nicht, wie das Geld ihm aus der Tasche rieselt. So, zack. Zack, gewöhnliche Reitersporen. Zack. Zack, 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 zack. Jagdhandschuhe, die sind kaputt. Muss mal aufpassen. Ich habe schon mal was Geklautes versucht zu verkaufen. Da war aber der Teufel los. So, zack, zack, zack. Zack. Kumanische Sporen, kumanischer Helm, Lamellenschulterplatten. Oh, ich bin schon wieder drüber. Ja, moin. Ja, moin. Hoppala.
Passiert mir auch immer wieder, ne? So, nehmen wir mal das raus, dann passt's wieder. Und dann schließen wir den Handel ab. Der Kater heißt Lyrian. Vorher hieß er Lyria. Gott sei Dank konnten wir ihn relativ einfach umbenennen. Hm. Gott schütze dich, Heinrich. So, jetzt ist die Frage. Ich habe ja hier noch eine Quest. Ich habe ihn schon gefragt, ob er mit Kupfer arbeitet. Stellst du Sachen aus Kupfer her, Meister? Hin und wieder nutze ich es für Verzierungen. Warum fragst du? Ich suche jemanden, der mir Kupferplatten machen kann. Das ist krude Arbeit. Mit so etwas vergeude ich nicht meine Zeit. Aber frag bei Zach im Hof des Klosters nach. Der hat ohnehin sämtliches Kupfer weit und breit aufgekauft. Irgendeiner von den Schmieden war hier extrem gut. Gott behüte dich. Ja. Ja, das klingt ganz nach ihm. Ja. Ja. Das ist ein Typ. Gestohlen hat, habe ich für Wolters Tanz nichts anzuziehen. Die Sonne setzt vom Himmel selben Boot. Ich erwarte auch Waren. Weißt du, was geschehen ist? Ah, bin mir nicht sicher. Jeder sagt was anderes. Bleibe ich hier, mein Augenstern. Was mache ich bloß? Ich schnapp nach Luft, die Füße ich warm, ich käuf dein Pferd, doch bin zu arm. Glück und Gesundheit. Nicht wundern, meine Freundin hat mir gerade eine Story nebenbei erzählt. Lass uns handeln. Der hat 400. Bei dem habe ich so gut wie nichts verkauft, deswegen hat er nur so wenig Kohle. Aber das Zeug, was ich habe, ist auch scheinbar nicht so wirklich viel wert, wie ich gerade sehe. Den können wir das hier getrost. Wie gesagt, also wirklich am meisten Geld bringen die Klamotten. Zack und zack. Und abschließen. Was erzählt sie? Ach, sie hat sich gerade ein Video angeguckt, wo ein YouTuber von einer YouTuberin den Account übernommen hat und nur Scheiße geschrieben hat, so bei Twitter. Und zwar so viel Kacke, dass deren Twitter-Account gebannt wurde oder gesperrt wurde erstmal. Ne? Wenn ihr einen Namen wissen wollt, könnt ihr nochmal nachfragen, ansonsten sage ich jetzt den Namen nicht. Ist halt ein bisschen low. So, mal gucken, ob wir das Schwert nochmal hinkriegen. Doch Liebste, du gehst niemals ein. Und zum Letzten? Die Sonne versteckt sich hinter dem Haus, ihre Glut wird kalt, ihr Feuer geht aus. Er säuft den Fisch, sprich ihm den Hals. Achso, der macht ja irgendwelche Liebesreime hier. Und 80% ist ganz gut, würde ich sagen, können wir so lassen. Jetzt ist die Frage. Braucht er scheinbar noch einen Rüstungsschmied, einen Waffenschmied? Ein Rüstungsschmied? Rüstungsschmied auch? Brat den Fisch, der Kopf das Beste. Schmied Mikesh. Ich glaube, Otto war der, den wir wollten. Und Otto soll ich irgendwelche Scheiße andrehen. Soll ich irgendwas machen, damit der halt im Bach runtergeht? Ich werde das euch nochmal zeigen. Vielleicht hat irgendjemand aus dem Chat, der das Spiel auch spielt,
Ja, eine Idee, wie man das besser und eleganter lösen kann. Ich habe zwar schon seinen Sohn verprügelt, was ich sonst nicht tue. Ja. Hier hinten war der, glaube ich. Er hat gesagt, er hilft mir nur weiter, wenn ich diesen Otto in den Ruin stürze. Bin übrigens immer noch überladen, weil ich zu viel Scheiß dabei habe. Just saying. Weil der arbeitet nämlich hier hinten irgendwo. Wenn ich es noch recht im Gehirn verankert habe. Ja. Oder? Oder? Hier war er, glaube ich, ja. Und da habe ich jetzt schon hier ein paar Backenplatten ausgeteilt, aber der weigert sich einfach partout mir zu helfen. Heinrich. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Ja, den werde ich gleich als Rüstungsschmied engagieren. Das war nämlich wegen des Zweikampfs. Was den Kampf in Vitus Rüstung angeht. Wie wäre es, wenn die Rüstung für den Vogt auf mysteriöse Weise verschwindet? Jesus Christus, denk nicht mal daran. Andererseits, wenn Otto dem Zweikampf nicht zustimmt, bleibt uns nichts anderes übrig. Genau. Und da es dir darum geht, Otto zu ruinieren, hätte seine gebrochene Vereinbarung mit dem Vogt vielleicht sogar schlimmere Konsequenzen für ihn. Da hast du recht. Tu, was du für richtig hältst. Aber falls die Rüstung, wegkommt, taucht danach nicht bei mir auf. Ich weiß von nix, klar? Natürlich. Also. Wir haben die Möglichkeit, entweder Otto zu besiegen in einem Zweikampf und zu zeigen, dass die Rüstung, die er gemacht hat, Mist ist. Möge Gott über dich wachen. Oh, mein Spiel wurde gespeichert. Oder wir klauen die Rüstung. Die Frage ist jetzt, was ist besser oder was ist schlechter? Kann es euch leider nicht sagen. Erstmal nehmen wir dem ein bisschen Geld noch ab. Logisch. Sind wir hier? 72 ist ein bisschen viel. So. Was weniger wert ist? Nee. Alles klar. Falschen. Ich hätte gern all dein Geld. Sprechen wir den Preis. Ich will. Ach nee, Quatsch. Andere Richtung. So. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. Gut, Zach ist ein blöder Sack, aber wenn Otto hier keinen Job findet, können wir den bei uns reinholen. Hat sich jetzt eigentlich die Karte geändert? Nein, hat sich nicht. Fordere Meisterschmied Otto zum Duell mit Knüppeln heraus. Ich weiß nicht, wahrscheinlich werde ich auch das eher mit den Knüppeln machen, ne? Ist ja nicht lebensgefährlich. Ja! Reite ich in die richtige Richtung? Nein, tue ich natürlich nicht. Muss hier lang. Reite ich wieder in diesen blöden Garten, da bin ich schon ein paar Mal, hier bin ich schon ein paar Mal runtergefallen, glaube ich. Ja. Über Zäune springen ist ja auch immer ein bisschen tricky. Ja. Wenn euch genau den Zeitpunkt abpasst, dann wird das nichts. Wir waren endlich zu Hause. Ach, deswegen. Ach, du warst noch mal. Nee, du warst doch nicht mal Loren. Bist doch krankgeschrieben. Warst noch unterwegs mit Kind und Kegel oder was? Tut mir jetzt auch ein bisschen leid. Ich glaube, ich werde ihn mit Knüppeln schlagen müssen. Gott sei mit dir, Heinrich. Wes, kann ich mit dir reden? Meister Otto, ich habe eine Botschaft für dich von Zach, dem Schmied. Wenn es ein weiteres seiner großzügigen Angebote ist, kehr direkt um.
Ich verkaufe nicht und damit hat es sich. Nein, etwas anderes. Vitus fordert dich zu einem Zweikampf heraus. Was? Ich soll mit diesem Balk kämpfen? Zach hat wohl den Verstand verloren. So, jetzt ist die Frage. Ich glaube, wir mussten die Rüstung irgendwie manipulieren. Darum geht es nicht. In Wahrheit soll es ein Schlagabtausch zweier Handwerker sein. Wie das? Es wird ein Zweikampf mit Knüppeln, kein Blutvergießen. Höchstens blaue Flecken und ein paar Dellen in der Rüstung. Zach erwählte mich, Vitus Rüstung zu tragen. Und nun muss von mir ebenfalls ein Recke auserkoren werden? Klingt vernünftig. Gut. Wann und wo soll der Zweikampf stattfinden? Immer langsam mit den jungen Pferden, Bursche. Ich möchte dir ein Gegenangebot machen. Sicher zahlt Zach gut? Jetzt ist die Frage, wir machen das ja nicht wegen des Geldes, sondern weil er uns stecken soll, wer ihm die ganzen, wofür, für wen er quasi das Geld fälscht. Das ist natürlich eine schwierige Sache. Ich mach's nicht des Geldes wegen, sondern aus Gefälligkeit. Du bist wahrlich ein barmherziger Samariter. Dennoch, ich könnte dir mehr zahlen und dir einen Kürass maßschneidern. Was sagst du? Du meinst, ich soll als dein Recker antreten? Ich nehme nicht an, dass Zach das gefiele. Nein, nein, du kämpfst für Zach und verlierst. Tja, was soll ich da machen? Das Ding ist, ich muss gewinnen. Ansonsten sagt ihr mir höchstwahrscheinlich nicht, wer das Geld macht. Also für wen er das Geld quasi fälscht. Was soll ich tun? Was soll ich tun, lieber Chat? Was soll ich bloß machen? Mache ich es? Ist es ehrlos? Oder bin ich kein Betrüger? Also Betrüger bin ich sowieso... Also naja, Betrüger kann man mal streichen. Ich würde jetzt schon bescheißen, aber... Das ist nicht sehr ehrbar. Und dass Zach mich laufend beleidigt und mit Dreck bewirft, schon? Da hast du recht. Das ist die Chance auf Klamotten. Ich habe ja schon gute Klamotten. Ich glaube nicht, dass dein Kyras besser ist als das, was ich habe. Ich brauche die Info nicht, Vivimon. Das ist natürlich ein guter Tipp. Aber ich bin halt sonst nicht... Ich komme halt sonst nicht weiter, so wirklich. Bisher bin ich nicht weitergekommen. Also, was soll ich machen? Da hast du recht sagen oder tu es ihm nicht gleich? Ich weiß jetzt nicht, wo dann diese Gesprächsführung dann noch hinführt. Ob wir den Weg jetzt nochmal anders beschreiten können. Du solltest sie auch nicht. Okay. Das heißt, irgendjemand anders. Aber Vivimon, jetzt nochmal leichter Spoiler. Achso, die hast du Quest noch nicht gemacht. Achso, okay. Ich wollte gerade sagen, wer ist es denn dann? Ist es Zach wirklich, der da den Scheiß macht? Zur Not kann ich den Typen aus Maulhorn, Stefan, genau. Also, ich habe seinen Sohn schon verprügelt und der hat trotzdem nichts gesagt. Es stimmt, dass Zach sich nicht wie ein redlicher Handwerker verhält. Also, hilfst du mir nun? Ich würde ihn auch gerne für mich anwerben, also mache ich es. Na gut, ich tue es. Ausgezeichnet! Zach wird sich noch wundern. So, wähle Zeitpunkt und Ort. Was? Ich? Du wirst herausgefordert, also ist es dein Recht. Mir egal, klär das mit dem Vogt. Er sollte sowieso Bescheid wissen, damit man mich nicht für einen Störenfried hält. In Ordnung. Kann ich ihn jetzt schon fragen? Soll ich ihn jetzt schon fragen? Wir machen das später. Mach's gut. Muss ich auch noch mit dem Vogt reden? Du wolltest nicht spoilern? Nee, also du hast nicht gespoilert. Du hast ja gesagt, du hast die Quest noch nicht gemacht. Spoilern ist, wenn du einfach so mir den Handlungsvorschritt irgendwie in einer Form preisgibst oder sagst hier, ach ja, das brauchst du, das ist so und so und brauchst du nicht und tralala.
Das wäre Spoilern. Also jemanden die Handlung schon von vornherein wegnehmen, obwohl er noch gar nicht so weit im Spiel ist. Ja. Wenn du jetzt sagst, ich brauche die Info nicht, du hast die Quest aber noch nicht gemacht, ist es schon ein leichter Spoiler, aber in dem Fall hat es mir auch ein bisschen geholfen. Also von daher, wir werden mal sehen. Ich hätte jetzt sowieso gedacht, dass das nicht so einfach drehbar ist, aber er steht in meinem Pferd. Warum? Scheinbar ist es doch drehbar. Ach, ich möchte Getreide für Print. Nochmal? Ich glaube, wir haben doch schon Getreide gekauft.